Schule, das ist der Anspruch, den die Gesellschaft an uns als Bildungseinrichtungen öffentlicher Hand zurecht richtet. Doch wie wird sie aussehen, diese Zukunft, auf die wir die jungen Menschen vorbereiten wollen? Sie ist unvorhersehbar, denn noch niemand hat eine Glaskugel gefunden, die wirklich Zukunft vorhersagen kann. Vielleicht wird unsere Welt in der Zukunft auf den Kopf gestellt, so wie hier im Bild von der Glaskugel. Wer weiß. Vergangenen Donnerstag durfte ich einem Gastvortrag von Nico Pech über Postwirtschaftswachstumsökonomie beiwohnen. Und ich habe mir im Anschluss, wie schon so oft, die Frage gestellt, wie radikal sich eigentlich unser Bildungssystem ändern müsste. Wollten wir die Lernenden tatsächlich auf Szenarien vorbereiten, wie Herr Pech sie für sehr wahrscheinlich hält? Vielleicht wird aber vieles auch immer noch so sein, wie es jetzt ist, oder es wird sich möglicherweise doch in eine ganz andere Richtung entwickeln. Sehr erhellend fand ich in diesem Zusammenhang die Future Skills Studie von Jakub Samokowicz vom Gottlieb Duttweiler Institut, die ich vor 2,5 Jahren zum ersten Mal gelesen habe. In der werden 4 mögliche, sehr unterschiedliche Zukunftsszenarien beschrieben. Klar ist, wir befinden uns in einem ständigen Wandel. Das war schon immer so und ist daher auch nicht unbedingt eine neue Erkenntnis. Aber klar ist auch, der Wandel nimmt immer stärker Fahrt auf. Die Entwicklungszyklen von Innovationen werden immer kürzer. Und mit dem, worüber ich heute sprechen möchte, nämlich Future Skills, wird der Wandel selbst zum Lerngegenstand. Vor einigen Wochen sah ich ein beeindruckendes Video, in dem eine College-Professorin in den USA mit einer Gruppe von Studierenden auf einer Wiese vor der Universität saß und die jungen Menschen aufforderte, in gut 1000 Wörtern eine Geschichte ihrer persönlichen Zukunft in 20 Jahren zu schreiben. Die spontane Reaktion eines Studierenden war: "So, this is a horror story." Und eine Kommilitonin ergänzt, dass die Welt brennt und dass niemand wirklich etwas tut, dass sie Angst haben. Die Lehrende antwortet: "Dystopia, the end of the world. It's the easy answer, right? But the apocalypse is just one story. What's another? Stop scrolling and start searching. If we don't tell stories about the world we live in, how can we build it?" Darum ist der Titel und das Motto dieses großartigen Festivals Tales of Tomorrow so wichtig und so inspirierend. Und er wirft so viele Fragen auf. Und wir begegnen diesen Fragen seit einigen Jahren mit einer schillernden Antwort: Future Skills. Ich beschäftige mich seit Oktober 2021, als ich die Leitung des Teilprojekts Studentische Kompetenzen stärken im niedersächsischen Verbundprojekt Future Skills Applied übernommen habe, mit diesem Begriff und den mit ihm für die hochschulische Bildung verbundenen Implikationen. Eine Frage, die mir schon sehr oft begegnet ist, ist: Was ist denn eigentlich das Neue an Future Skills? Hatten wir nicht mit den Schlüsselkompetenzen, mit den überfachlichen Kompetenzen immer schon diejenigen Kompetenzen, also Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen ganz fest im Blick, die Menschen brauchen, um ein erfolgreiches, zufriedenes Arbeits-, Privat- und gesellschaftliches Leben führen zu können? Sind Future Skills nicht nur alter Wein in neuen Schläuchen? Und meine Antwort darauf ist ja. Vieles von dem, was wir als Future Skills bezeichnen, sind keine neuen Kompetenzen, sondern waren schon immer wichtig. Aber Future Skills beinhalten eine neue Qualität. Während es lange Zeit um individuelle Selbstoptimierung ging, sehr passend in einer zunehmend individualisierten Welt, legen Future Skills den Schwerpunkt auf die Gemeinschaft, auf die Gruppe, das Kollektiv. Keine der Herausforderungen, denen wir uns aktuell gegenübersehen und die uns mutmaßlich in der Zukunft erwarten, kann von Individuen gelöst werden. Wir sind gefordert, uns zu organisieren und gemeinschaftliche Zukunftskompetenzen zu entwickeln, gemeinsam Lösungen zu finden und umzusetzen, auch indem wir uns gegenseitig Geschichten über die Zukunft erzählen und eine für uns wünschenswerte Zukunft gemeinsam gestalten. Es gibt mittlerweile eine Vielzahl an Frameworks zu Future Skills und eine fast unüberschaubare Anzahl an Begriffen. Coziu et al. Kam in ihrer Metastudie, in die sie 99 englischsprachige Rahmenwerke einschlossen, auf insgesamt 341 Begriffe, die auf Fähigkeiten im Sinne von Future Skills abzielen. Auch im deutschsprachigen Raum gibt es eine Reihe an Future Skills Modellen und Rahmenwerken. Sie kennen sicherlich mindestens die des Stifterverbandes und von Ulf Daniel Ehlers. Bei der Auseinandersetzung mit all diesen Ansätzen ist es nach meiner Erfahrung besonders wichtig, die Entstehungsgeschichte und die wissenschaftliche Fundierung zu hinterfragen.
Die meisten der vorhandenen empirisch fundierten Frameworks haben eine relativ kurzfristige Perspektive von wenigen Jahren, was auch absolut nachvollziehbar ist, da längerfristige Voraussagen nur eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit haben können. Dazu kommt, dass häufig die Anforderungen, die aus der Arbeitswelt formuliert werden, den größten Raum einnehmen, der Fokus also auf der zukünftigen Beschäftigungsfähigkeit liegt. Dennoch dauert die Zukunft derjenigen, die sich für ein Hochschulstudium entscheiden, ja deutlich länger als ein paar Jahre, und Employability oder Beschäftigungsbefähigung ist tatsächlich nur eines von vier als gleichwertig zu betrachtenden Bildungszielen für Hochschulen, wenn man dem Wissenschaftsrat, der Hochschulrektorenkonferenz, dem Akkreditierungsrat, der Bologna Working Group und so weiter folgt. Der Auftrag von Hochschulen und auch ihr Selbstverständnis gehen über die Gewährleistung von Employability ihrer Absolventinnen weit hinaus, was sich in den verfügbaren Frameworks aber nach meiner Einschätzung nicht in gleichem Maße widerspiegelt. Daher ist es in unserem Projekt ein wichtiges Anliegen, einen hochschulspezifischen Handlungsrahmen zu formulieren, der alle Bildungsziele gleichwertig berücksichtigt und zu diesem Zweck die Perspektiven weiterer Stakeholder einzubeziehen, insbesondere die der Studierenden, die auch heute mein Schwerpunkt sein soll. Es wurde daher ein empirisches Vorgehen gewählt, das eben diese drei Stakeholdergruppen einschließt: Studierende, Lehrende und Vertreterinnen regionaler Unternehmen. Die habe ich zunächst beforscht. Im Jahr 2022 habe ich eine Befragung niedersächsischer Unternehmen durchgeführt, habe mich dabei an das Framework von Ulf Daniel Ehlers angelehnt, weil das eben ganz passend für diese Perspektive erschien. Mit den Lehrenden der Hochschule Osnabrück habe ich zunächst mal qualitative Interviews geführt und habe mir von denen erzählen lassen, was sie eigentlich glauben, was Future Skills sind, und habe darauf basierend eine große Online-Befragung im vergangenen Jahr, Anfang vergangenen Jahres durchgeführt. Mit Studierenden habe ich schon relativ früh zwei Workshops und dann auch zwei Gruppeninterviews durchgeführt. Ich kann aber dazu sagen, das war eine der größten Herausforderungen in meiner bisherigen Arbeit, überhaupt Studierende zu finden, die sich zu einem Austausch bereit erklären. Umso zufriedener bin ich mit dem Rücklauf auf die aktuelle Studie, die Ende 2023 gelaufen ist und die inzwischen fertig ausgewertet ist und über die ich Ihnen jetzt ein bisschen erzählen möchte. Es war eine Online-Befragung von Studierenden der Hochschule Osnabrück. 1310 vollständig ausgefüllte Fragebögen sind der Rücklauf, und die Themenbereiche sehen Sie hier einmal kurz. Zu den Zukunftsthemen kann ich sagen, da wurden dieselben 12 Themen zur Bewertung vorgelegt wie in den beiden Online-Befragungen von UnternehmensvertreterInnen und Lehrenden. Im Hinblick auf die Future Skills habe ich ein etwas anderes Vorgehen gewählt. Da habe ich die Studierenden einerseits frei benennen lassen, was ihre persönlichen Future Skills sind, und andererseits die Kompetenzdimensionen aus den lehrenden Interviews einschätzen lassen. Genau, ich möchte Ihnen heute einige ausgewählte Ergebnisse zeigen. Zunächst ein paar Hinweise zur Stichprobe. Hier sehen Sie einmal, ich hatte schon gesagt, 1310 Befragte, das entspricht knapp 10% unserer Studierenden hier an der Hochschule. Und Sie sehen hier einmal die Verteilung auf unsere vier Fakultäten. Die Abkürzungen habe ich noch einmal erklärt, wenn Sie das nachlesen möchten. Und wir haben auch ein Institut für Musik, und auch von dort haben sich Studierende beteiligt. Die Verteilung ist relativ ungleichmäßig. Das liegt aber auch daran, und das kann man sehen, wenn ich diese Zahlen hinzufüge, dass die Fakultäten sehr unterschiedlich groß sind. Insgesamt sind wir mit der Stichprobenverteilung ganz zufrieden, einigermaßen repräsentativ. Das zeigt sich auch bei der Verteilung der Geschlechter. Das stimmt nicht ganz mit dem überein, wie das auf unserer Website angegeben wird. Wir haben nämlich eigentlich einen größeren Anteil männlicher Studierender. In der Stichprobe aber haben über 50% angegeben, dass sie sich mit dem weiblichen Geschlecht identifizieren, eben knapp 43% haben sich als männlich identifiziert und knapp 1% als divers, und 1% hat sich gegen eine Angabe hier entschieden. Hier noch ganz kurz der Übersicht halber die Verteilung auf Bachelor- und Masterstudiengänge. Das entspricht auch so etwa dem Verhältnis, wie wir das hier an der Hochschule haben, mit knapp 5:1 mehr Bachelorstudierende.
Bei den Zukunftsthemen hatte ich gerade schon gesagt, das sind die gleichen, die den Unternehmensvertreterinnen und Lehrenden vorgelegt wurden. Die wurden abgeleitet aus entsprechenden Veröffentlichungen, zum Beispiel zu Megatrends, aber auch aus strategischen Überlegungen der Hochschule Osnabrück. Und hier sehen Sie einmal die Übersicht über alle bewerteten Zukunftsthemen, von links nach rechts absteigend sortiert in der Bedeutsamkeit. Ganz links mit dem höchsten Mittelwert sehen wir die digitalisierte Arbeitswelt, es folgt Nachhaltigkeit, Klimawandel, dann Gesundheit und so weiter, bis ganz rechts zu den Zukunftsthemen, denen am wenigsten Bedeutsamkeit zugeschrieben wurde von den Studierenden. Interessant ist jetzt tatsächlich, wenn man sich das im Vergleich anschaut, ich habe das hier einmal deutlich gemacht, die Themen, wo es größere Unterschiede gibt, insbesondere das Thema Gesundheit fällt sehr stark auf, weil sowohl im Vergleich mit den Lehrenden als auch mit den UnternehmensvertreterInnen die Studierenden dieses Thema für deutlich wichtiger halten im Durchschnitt. Auch finden Sie Internationalisierung, Globalisierung wichtiger als die Unternehmensvertreterin. Da sind Sie aber gleich auf mit den Lehrenden. Die finden das auch wichtiger als die UnternehmensvertreterInnen. Und dann habe ich nochmal markiert das Thema Interdisziplinarität. Da sind die Lehrenden der Ansicht, dass deutlich wichtiger ist als die Studierenden das sind. Und natürlich kann man sich dann fragen, wo kommen diese Unterschiede her? Fürs Thema Gesundheit habe ich mal so ein paar Ideen mitgebracht. Sind es vielleicht noch die Nachwirkungen der Corona-Pandemie, die junge Leute vielleicht besonders getroffen hat? Oder zeigt sich hier möglicherweise auch das, was mit der sogenannten Gen Z, der Generation Z, häufig in Verbindung gebracht wird, nämlich die Life-Work-Balance mit Betonung auf Life? Wichtig ist mir in dem Zusammenhang zu erwähnen, dass es für diese Generationenkonzepte keine wissenschaftliche Fundierung gibt. Nichtsdestotrotz kann man ja häufig darüber lesen und es ist eben eine Erkenntnis aus den Ergebnissen. Ich will noch einen kurzen Blick auf die Unterschiede zwischen den Geschlechteridentitäten werfen. Hier einmal eine Darstellung, wo ich jetzt gar nicht so detailliert drauf eingehen will. Man sieht, dass es ein paar Unterschiede gibt, dass die Gruppen divers und die ohne Angabe ihrer Geschlechtsidentität an manchen Stellen Dinge wichtiger finden als andere. Ich würde das aber jetzt nur einmal kurz drüber gehen und dann die nächste Folie zeigen. Da habe ich mir nämlich die beiden großen Gruppen, für die man inferenzstatistische Unterschiede berechnen kann, nochmal genauer angeguckt. Das sind die weiblichen und männlichen Studierenden. Und hier sieht man auch markiert die entsprechenden Effektgrößen. Ich habe das nochmal auch erklärt rechts. Wir haben im Wesentlichen kleine Effekte für das Thema Diversität, einmal einen mittleren Effekt. Die blauen Balken, das sind immer die weiblichen Studierenden und die finden zum Beispiel eben das Thema Diversität, aber auch das Thema Gesundheit, aber auch Nachhaltigkeit, Klimawandel im Durchschnitt etwas wichtiger als die männlichen Studierenden, während die Männer eben zum Beispiel die Themen KI und Robotik etwas wichtiger finden. Ich habe in den Daten aber nicht nur Unterschiede zwischen den Geschlechteridentitäten gefunden, sondern auch zwischen den Studierenden der verschiedenen Lehreinheiten. Und anstatt Ihnen noch mehr Grafiken zu zeigen, möchte ich noch eine kurze Geschichte erzählen. Für die Studierenden des Instituts für Musik, das ich eben schon mal erwähnt habe, steht das Zukunftsthema Gesundheit sogar auf Platz 1, noch vor Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Das hat natürlich einerseits den Grund, dass die Musikstudierenden häufig stärker als Studierende anderer Fächer auf ihre körperliche Unversehrtheit angewiesen sind, weil sie ja ihre Finger brauchen, um ihr Instrument spielen zu können, ihre Stimme einsetzen müssen und so weiter. Doch ich muss auch immer an das Gruppeninterview denken, das ich mit 4 ehemaligen Musikstudierenden durchführen durfte. Musik zu studieren bedeutet in der Regel, das wichtigste Hobby zum Beruf machen zu wollen. Insofern gibt es bei den Musikstudierenden üblicherweise keine Motivationsprobleme, sondern es besteht eher die Gefahr, sich sehr zu verausgaben und über persönliche Grenzen zu gehen. Eine Alumna berichtete in diesem Zusammenhang davon, dass sie im Studium die zum Teil sogar ausgesprochene Erwartung einiger Lehrender erlebt hat, die auch zunehmend zu ihrer eigenen Erwartung wurde, dass sie nämlich nicht nur jede freie Minute fürs Üben und Trainieren reservierte, sondern auch an jedem Wochenende zusätzliche Workshops besuchte und nebenbei im Theater, in der Musikschule oder als Musiklehrerin gejobbt hat. Sie erinnerte sich daran, dass es viele Male während ihres Studiums passierte, dass sie aufgrund der vielen Termine einfach zeitlich nicht geschafft hatte, einzukaufen und spätabends nach Hause kam und nichts im Kühlschrank hatte. Das wurde für sie zu einer Art Normalität, die sie auch über das Studium hinaus beibehielt, bis sie irgendwann einen mentalen Zusammenbruch hatte und in Hamburg in eine Unterstützungseinrichtung kam, in der sie erfuhr, wie viele ihrer Musikerkolleginnen unter Burnout litten.
Sie wünschte sich im Nachhinein, dass sie in ihrem Studium von den Lehrenden gelernt hätte, besser für sich selbst und eine innere Balance zu sorgen, sich Zeiten einzuräumen, in denen sie nicht funktionieren muss. Sie hatte zum Zeitpunkt unseres Interviews etwa 3 Jahre nach Abschluss ihres Studiums immerhin für sich etabliert, einen Tag pro Monat als freien Tag im Kalender einzutragen. Vor ihrem Zusammenbruch hatte sie nie auch nur einen freien Tag gehabt. Hier überschneiden sich an dieser Stelle die Bildungsziele, die ich vorhin mal gezeigt habe, sehr deutlich, denn die Kompetenz zu erwerben, selbstfürsorglich zu sein, sich um die eigene mentale Gesundheit zu kümmern, ist nicht nur Teil der Persönlichkeitsentwicklung, sondern auch Voraussetzung für Beschäftigungsfähigkeit und gesellschaftliches Engagement. Und das Beispiel zeigt, wie sehr, und das sagte dieser Alumna sehr deutlich, ihr das Arbeitsethos, das sie während des Studiums gelernt und für sich angenommen hatte, auch in ihren Alltag nach dem Studium bestimmte, dass das, was im Studium gelernt wird, nachwirkt sehr lange und dass Lehrende in diesem Zusammenhang auch wichtige Vorbilder sind. Und nach dieser Geschichte komme ich nun zu den Future Skills, zu den Zukunftskompetenzen, und zwar zunächst zu den freien Nennungen. Die Studierenden wurden gefragt, welche Future Skills sind ihrer Meinung nach besonders wichtig für ihre Zukunft, und sie sollten alles aufschreiben, was ihnen einfällt. Und das haben sie getan. Gut 3.500 Nennungen sind dabei zustande gekommen und die habe ich versucht zusammenzufassen und ein bisschen zu kategorisieren. Und das ist das Ergebnis. Es sind insgesamt 44 Kategorien entstanden, wobei diese einerseits nicht ganz überschneidungsfrei sind und natürlich auch hier und da noch Diskussionsbedarf besteht, was man eigentlich wo, wie sinnvollerweise zusammenfasst. Trotzdem kurz hier dieser Überblick. Die ersten 3 Kategorien sind übrigens genau die 3 Themen, die auch bei den Zukunftsthemen ganz vorne gelandet sind: Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Gesundheit. Aber dann kommen ganz viele Kategorien, deren Fokus auf ganz anderen Themen und auf Aspekten liegt, die eben in den Zukunftsthemen gar nicht enthalten waren. Und hier möchte ich Ihnen in die ersten 6 Kategorien nochmal einen kurzen Einblick geben, welche Unterkategorien da jeweils zusammengeflossen sind und auch immer exemplarisch für eine Unterkategorie die entsprechenden Begrifflichkeiten, wie sie tatsächlich genannt wurden. Deswegen in Anführungsstrichen, weil es Zitate sind. Hier also auf Platz 1 der Bereich Digitalisierung mit ganz unterschiedlichen Aspekten, die sich aber alle um dieses Thema drehen. Dann haben wir auf 2 die Nachhaltigkeit und auch hier können Sie einmal schauen, welche Dinge ich dort zusammengefasst habe und am Beispiel nachhaltig leben, handeln nochmal deutlich gemacht habe, was tatsächlich drinsteckt. Dann gehe ich auf den nächsten Bereich Gesundheit und da haben wir zum Beispiel auch so Themen drin wie Schutz vor Digitalisierung, psychische, mentale Gesundheit, das, wo ich gerade ein Beispiel auch zugenannt habe, Resilienz, Stressbewältigung. Und tatsächlich als Begriff wurde eben nicht nur Work-Life-Balance, sondern auch Life-Work-Balance genannt. Das hatte ich eben schon mal angesprochen. Dann kommen wir zu einer ganz interessanten Kategorie, die ich Umgang mit Wandel genannt habe. Es kamen sehr viele, sehr häufig Äußerungen zur Anpassungsfähigkeit und zur Flexibilität. Mit dazu genommen habe ich dann noch die Veränderungskompetenz, Ambiguitätstoleranz, Wandel, Transformation und Change-Management. Dann haben wir an 5 eine ganz alte, wir hatten schon mal das Thema alter Wein in neuen Schläuchen. Kommunikation war immer wichtig, wird immer wichtig sein und ist natürlich auch hier wichtig und hier am 5 häufigsten genannt die Begrifflichkeiten, die ich zu Kommunikation zusammengefasst habe. Und dann nochmal eine sehr bunte Kategorie, die ich Gemeinsinn sozial genannt habe, wo ich ganz viele Begrifflichkeiten zusammengefasst habe, die so auf das Miteinander, auf den Umgang miteinander, auf unsere Gemeinschaft abzielen. Das Thema hatte ich ja vorhin auch schon mal kurz angesprochen. Und nach diesem kurzen Einblick in die Vielfalt der Nennungen, das ist natürlich wirklich nur ein ganz kleines Blitzlicht, möchte ich Ihnen noch gerne eine weitere ganz kurze Geschichte erzählen. Eine Geschichte, die von Flexibilität, Umgang mit Wandel, Engagement und Gemeinsinn handelt. In demselben Gruppeninterview mit den Alumni des Instituts für Musik, aus dem ich eben schon berichtet habe, hat einer der Teilnehmenden von seinen Erfahrungen berichtet. Er hatte 1 Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie sein Studium abgeschlossen und begonnen, sich als Singer-Songwriter selbstständig zu machen. Wie viele andere hatte er ein zweites Standbein als Instrumentallehrer, um
sich den Lebensunterhalt verdienen zu können. Und mit Beginn der Pandemie und den Beschränkungen wurden seine beruflichen Aktivitäten von jetzt auf gleich unmöglich. Und natürlich war er da nicht der Einzige, sondern es gab ganz viele in vergleichbaren Situationen. Und aus eigenem Antrieb und dem Gefühl heraus, nicht in Passivität verfallen, sondern sich engagieren zu wollen, trat er damals an die Stadt und die politischen VertreterInnen heran und stellte sehr schnell fest, dass dort nur wenig Kenntnis dieser zum Teil prekären Lebensumstände von KünstlerInnen und MusikerInnen vorhanden war. Und er wurde in der Folge zu einem ganz wichtigen Vermittler dieser in beide Richtungen. Und man hat dann ein Jahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie sogar eine Stelle für ihn geschaffen. Er wurde nämlich für 2 Jahre der erste Nachtbürgermeister Norddeutschlands hier in Osnabrück und war zentraler Ansprechpartner für die Akteure der Nachtszene, für die Politik und Verwaltung sowie auch für Anwohner. Und er äußerte im Interview den Wunsch, dass man im Studium sich eben vorbereitet auf unvorhersehbare Ereignisse, dass man Resilienz und Flexibilität stärkt und sich über den individuellen Tellerrand hinaus auch mit Dingen beschäftigt und sich gesellschaftlich engagiert. Neben der freien Nennung von persönlich bedeutsamen Future Skills wurden den Befragten die 39 Future Skills präsentiert, die aus den Ergebnissen der Lehrenden-Interviews abgeleitet wurden. Die habe ich hier einmal aufgeführt und ich habe die in 4 Bereiche kategorisiert: Lernen und Denken, Kommunikation und Kollaboration, Information und Digitalisierung und als letztes Eigenverantwortung und gesellschaftliche Verantwortung. Und ich zeige Ihnen hier einmal in kurzem Blitzlicht die Ergebnisse. Wichtig ist noch zu sagen, die Studierenden haben nicht alle Future Skills bewertet, sondern jeweils einige ausgewählt und auf Rangplätze gesetzt. Hier zum Beispiel von 13 Skills in der Lernen- und Denken-Kategorie konnten sie 4 auswählen und auf die Rangplätze 1 bis 4 setzen. Und ich habe dann eine Kennzahl, ich nenne sie den gewichteten Future Skills Prioritätsindex gebildet, um nicht nur die Häufigkeit, sondern auch die Gewichtung, also die Rangfolge, die Vergabe der Rangplätze zu berücksichtigen. Und hier sieht man einmal von links nach rechts die Bedeutsamkeit. Und ich markiere erneut das, was im Vergleich mit den Lehrenden besonders stark priorisiert wurde: Flexibilität, Adaptionsfähigkeit, Kreativität, Innovation und Entscheidungsfähigkeit. Und besonders schwach priorisiert wurde das selbstgesteuerte Lernen, das bei den Lehrenden ganz weit vorn gelandet ist. 2. Kategorie: Kommunikation, Kollaboration. Auch hier noch einmal deutlich gemacht, die Studierenden fanden im Vergleich mit den Lehrenden ganz besonders wichtig Empathie, Perspektivwechsel und Konfliktfähigkeit und etwas weniger wichtig zuhören können. Das ist bei den Lehrenden auf Platz 1 gelandet in dieser Kategorie. Für den Bereich Information und Digitalisierung hier noch einmal die Darstellung. Und da gibt es aber keine Unterschiede. Da waren die Studierenden und Lehrenden sich einig in der Wichtigkeit. Und für den letzten Bereich Eigenverantwortung und gesellschaftliche Verantwortung mache ich noch einmal deutlich. Die Studierenden haben besonders stark gewichtet Lebens- und Karrieregestaltung, Gesundheitsmanagement und Achtsamkeit. Das passt auch zu dem Gesundheitsthema. Diese 3 sind bei den Lehrenden auf den letzten 3 Plätzen gelandet und hier bei den Studierenden für deutlich wichtiger erachtet worden. Im Gegensatz dazu, Verbindlichkeit ist ganz hinten gelandet. Das war bei den Lehrenden viel weiter vorne. Auch hier nochmal ein ganz kurzer Blick, ohne dass ich auf Details eingehen will. Man sieht schon für verschiedene, die Präsentation wird im Nachhinein bereitgestellt, beziehungsweise sie kann auch jetzt schon runtergeladen werden und ich lade sie auch nochmal in den Google Doc Ordner hoch, weil ich jetzt gerade die Frage im Chat sehe, dass Sie es nochmal nachvollziehen können. Und es gibt auch in den Literaturhinweisen die Links zu den 3 Ergebnisberichten für diese 3 Gruppen, die ich befragt habe. Man sieht hier einfach ein paar Unterschiede, ohne dass ich das da jetzt im Detail drauf eingehen kann, zwischen den Geschlechteridentitäten. Und ich möchte jetzt zum Schluss noch einmal eben zusammenfassen und auch deutlich machen, an welcher Stelle wir das aufgreifen, die Prioritäten der Studierenden im Vergleich zu den Lehrenden. Habe ich eben gezeigt, hier habe ich sie nochmal zusammengefasst und auch das, was die Lehrenden für deutlich wichtiger halten. Und wir haben uns zum Beispiel die Frage gestellt, wie kommt das mit dem selbstgesteuerten Lernen? Warum wurde das so unterschiedlich eingeschätzt? Man kann auch dazu sagen, die UnternehmensvertreterInnen fanden das auch ganz besonders wichtig. Und wir haben zu diesem Thema dann eine Podiumsdiskussion mit VertreterInnen aller 3 Gruppen initiiert. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass das Verständnis ein verschiedenes ist, dass die Studierenden darunter vielleicht eher die Auswahl von Lerninhalten verstehen und dass das etwas ist, was sie im Studium und auch
vorher in der Schule selten erlebt haben. Das ist aber nur ein möglicher Erklärungspunkt und da gibt es sicherlich noch viel Raum, damit etwas zu machen und das weiter zu beforschen. Letzte Folie. Was sind die weiteren Planungen? Es wird einen Handlungsrahmen und ein Framework Future Skills Applied für Hochschulen für angewandte Wissenschaften entstehen, das die Erkenntnisse dieser Befragung berücksichtigt. Und wir haben eine Strategie zur strukturellen, curricularen Verankerung von Future Skills in allen Studiengängen entwickelt, die aktuell in der Umsetzung ist. Zentraler Aspekt dabei ist die ECTS-Bepunktung, aber nicht Bewertung im Sinne von Benotung, sondern Feedback zur Reflexion der eigenen Kompetenzentwicklung in selbstbestimmten Bereichen. Damit danke ich für eure Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen und oder Anregungen. Ich kann schon mal sagen, ich bin auch nach diesem Input an einem Netzwerktisch und freue mich auch da über jede und jeden, die den Weg zu mir findet und vielleicht noch mal etwas intensiver ins Gespräch gehen kann. Vielen Dank.